Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Let's Play Die Stimme. Es hat sich ein bisschen was getan. Wenn wir auf unser Profil gehen, sehen wir, dass wir unser drittes Dorf erreicht haben. Ganz einfallsreich 003 genannt. Und ja, ich kann schon mal sagen, dass das vierte Dorf auch gerade schon Arbeit ist. Und ich das AG fürs fünfte Dorf schon in Planung habe. Das heißt, ich werde nämlich, wenn ich morgen früh das Dorf geadelt habe, nochmal wieder, was ich schon mal gemacht habe, heute einmal die Kriegskasse aktivieren. Und dann halt vier Münzen zu bekommen und wieder ein AG zu prägen. Ja, zu machen. Und dann schnell das fünfte Dorf zu holen, damit ich einen Account Manager habe und wirklich einfach mal die Dörfer hier ein bisschen ausbauen lassen kann, eine Rohstoffverteilung einrichten kann, damit das Ganze ein bisschen einfacher geht, weil ich bin es ehrlich gesagt schon leid, bei so drei Dörfern die ganze Zeit die Rohstoffverteilung alles per Hand zu machen, wenn es ein bisschen geboostet werden sollte. Deshalb ist das ein bisschen anstrengend. Es ist persönlich, finde ich es einfach nur nervig gerade. Deshalb würde mich das auf jeden Fall schon mal freuen, weil es sind auch so ganz kleine Dörfer auch. Und da wäre das Ganze schon ziemlich, ziemlich hilfreich. Was kann ich noch sagen? Wir kommen gestern, aber haben wieder unseren Farmrekord verbessert. Jetzt nicht wieder 80.000 wie davor, sondern diesmal jetzt nur, ich glaube, 60.000. Was ich aber trotzdem immer noch einen ziemlich guten Anstieg finde. Deshalb, also, ich bin ganz zufrieden für den Farm mit heute. Heute haben wir schon 14.500 wieder gefarmt. Ich glaube, jetzt ist nicht so viel. Ihr seht schon, zwei AGs haben wir gestern noch geprägt bekommen, die jetzt noch immer sind. Deshalb haben wir auch wieder hier so einen riesen Ansprung an Ressourcen, die wir ausgegeben haben. Wobei, wir hatten auch halt wirklich hier schon 390.000 dadurch zur Verfügung. Das macht schon irgendwo Sinn, dass wir so viel ausgegeben haben. Und was für mich so eine Erleichterung ist, einfach wenn wir den Account Manager haben, dass wir permanent wirklich LKW durchproduzieren könnten und ich nicht immer solche riesen Mengen über Nacht auch eingeben muss und damit wir mehr Resis immer zur Verfügung haben. Zwar dann habe ich hier schon mal ein paar LKWs gemacht, damit ich denn die immer als Begleitschutz für meine AGs mitschicken kann, um nicht immer Axis zu nehmen, falls wirklich mal Farmangriffe reinkommen, dass ich die damit blocken kann. Das ist mal so ein bisschen, ich baue überall ein bisschen SKW, damit ich die auch später, weil ich mal irgendwo mal Def hin verschieben muss, aus jedem Dorf ein bisschen was rüberschieben kann. Und es tut ja auch nicht weh. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ziemlich viel Eisen über, deshalb habe ich das Ganze so gemacht. Der Paladin ist heute Level 9 gekommen. Was ein bisschen traurig ist, dass wir jetzt wieder nochmal einen offensiven Skill bekommen haben, den ich hier auf dem Paladin nicht anwenden will, sondern erst auf den Paladin im dritten Dorf, der jetzt in 2 Stunden 30 fertig ist. Der muss wahrscheinlich noch erstmal noch ein bisschen wieder hochgelevelt werden. Das dürfte aber auch ganz gut passieren, wenn wir da die Rohstoffversorgung eingerichtet haben. Dann geht das ja auch ganz gut voran. Ich lasse den einfach nur wirklich hier im Dorf stehen und dann schaue ich mal, wie schnell das Ganze vorangeht. Zur Not tausche ich den mal mit dem Paladin mal ein bisschen. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja. Was ich mir offen würde von der nächsten Stufe am Paladin hier, wäre Architektur. Oder weiter hier die Motivation. Oder hier die Einweisung, wobei das bis Level 16 dauert, ist auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück. Dann können wir noch ein bisschen schneller hier produzieren, wobei das werde ich wahrscheinlich im zweiten Dorf aufstationieren, wenn ich das wirklich so mal so weit ist. Damit da die LKW schneller produziert werden sollten, weil das war ja auch wieder ein bisschen offensives, ausgerichtetes Dorf werden. Da Defensive hier wirklich wieder nichts bringt. Und ich bin schon mal ganz zufrieden. Wir steigen jetzt langsam ein paar Punkte auf. Wir haben jetzt 5300 Punkte. Wir machen jetzt täglich nicht so also den übelsten Fortschritt, aber haben jetzt heute halt 162 Punkte gemacht durch das neue Dorf. Aus gleichen Sorgen ist, ich habe hier wieder ewig lange Leisten eingetragen, einfach nur, damit ich mich nicht so oft drum kümmern muss. Die Ressource erstmal so weit wie möglich runtergebraten. Wir haben jetzt 20 Minuten, also 22 Stunden da, 16 da, 12 da. 31 hier, wobei das Ganze auch erstmal die letzten Erkatter sein werden, weil die sind erstmal für mich deutlich genug. Und Äxte habe ich halt, brauche ich absolut gerade gar nicht. Also das erste Dorf könnt ihr euch auch mit 3 bis 4K LKW machen und 4000 Axt. Oder ob ich das vielleicht sogar nur auf 1500 Axt mache als Begleitschuss und dann eine reine LKW reinbaue. Denn wir haben ja jetzt, ich sehe immer noch einen Fortschritt beim Farmen. Und solange ich da keinen Rückschritt sehe irgendwie, werde ich da erstmal weiter durchproduzieren, ohne wirklich eine
meine Priorität davon wegzuverlagern. Hier habe ich jetzt auch schon angefangen, ganzen Sachen nebenbei hochzuziehen. Also morgen früh werde ich dann anfangen, den Stall zu bauen und halt nochmal auf jeden Fall nochmal Bauernhof auf. Der ist jetzt noch Stufe 3 hier, was ein bisschen komisch ist. Aber das Ganze werden wir dann da auch mal anpacken. Ich muss mal ein bisschen ab und zu gucken, ob ich irgendwas sofort fertigstellen kann, damit ich mal so ein bisschen Quests, die Erfolge zusammenbekommen würde, weil hier gibt es ja auch wieder schöne Erfolge für sofort fertiggestellt bei Zeitnot und 100 Mal. Das könnte schon mal sich über eine ziemlich, ziemlich lange Zeit erziehen, da die ganzen Sachen ja nicht automatisch fertig gemacht werden, wenn man vielleicht schon nicht über einen Account Manager das Ganze macht. Weshalb. Und das ganz schön. Hier waren Brüder, den zweiten Paladin werden wir bald haben. Die Skillbooks, die werden noch ein bisschen dauern, bis wir die wirklich mal haben. Chrysos haben wir halt nur drei geprägt und drei durch das Item bekommen. Deshalb haben wir da wirklich nur erst nur drei Aufgaben. Haben wir jetzt eine zu bekommen, den zweiten Paladin zu rekrutieren. Und einmal hier den noch auf Stufe 15 zu klotzen. Das dauert auch wieder seine Zeit. Fest werde ich mir gut vorstellen, dass wir die in den nächsten Tagen mal fertig haben. Wenn ich mich mal dazu durchringen kann, den Wall auf 20 zu bauen. Weil die Truppen werden wir ja ganz relativ schnell wieder bekommen. Und die Quest werden wir da auch in den nächsten Tagen fertig haben. Also ich schätze mal so 2 Tage noch. Und dann haben wir die Quest auch schon erledigt. Hier haben wir jetzt noch nichts weiter gemacht. 10 verschiedene Spiele angreifen. Solche Quests mache ich dann später im Nachhinein immer ein bisschen. Das optisch mal ein bisschen besser aussieht. Ihr seht, wir haben noch 800 Truppen in Produktion. Das Ganze wird dann morgen so vielleicht 7500 sein, zu dem Zeitpunkt, wenn ich das Video aufnehme. Und ja, was kann ich noch sagen? Ich würde sagen, das war's für die Folge, war eine relativ kurze und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, haut rein!